Mein Name ist Martje Salier und ich bin die Türmerin von Münster auf St. Lamberti. Ich war in Oldenburg an der Uni fertig und habe dann so befristete Verträge bekommen zum Arbeiten, auch im Themenfeld Geschichte und Kultur. Und ich wollte aber nichts Befristetes. Ich habe mich an die Jobbörse online gesetzt und jeden Tag geschaut und spaßeshalber immer das Schlagwort Münster eingegeben. Geschichte, Tradition, Brauchtumspflege. Und da kam dann eines Tages, Münster sucht einen neuen Türmer oder eine neue Türmerin. Und dann habe ich mich schlau gemacht, wie, was, Türmer, wirklich? Dieses alte, mittelalterliche Brauchtum wird da noch gepflegt? Wow. Und dann wusste ich das oder nichts. Und dann alles dran gesetzt. Hat funktioniert. Das Tuten ist im Wesentlichen ja ein Signal, dass alles friedlich ist, wenn die langen Töne sind. Und wenn es kurz ist, dann bedeutet das, irgendwas ist passiert. Es brennt oder es kommen Feinde. Kommt jetzt eher selten vor. Meistens sind es Friedenssignale in der Friedensstadt Münster. Und gleichzeitig ist es ein Zeitsignal, so wie in früheren Tagen, als der Türmer überprüft worden ist. Das ist so ähnlich wie eine Stechuhr. Um 9 Uhr abends gibt es dann 9-mal Tut in die Richtungen, die ich beschrieben habe. Süden, Westen, Norden. Und nicht einfach nur so 9-mal Tut, sondern das folgt einem Zahlenmystizismus. Da sind also 3 mal 3. Das ergibt 9. Man hat gleichzeitig nach 3-mal Zeit, wieder Luft zu holen für das nächste Dreierfigur. Und es ist auch gleichzeitig eben eine Hommage an den Ort. Es ist die katholische Stadt- und Marktkirche St. Lamberti. Und obwohl es ein weltliches Amt ist, das Türmeramt, wird der Ort gewertschätzt mit der 3. Denn die 3 steht für den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, die Dreifaltigkeit. Auch das finde ich schön, weil es dazugehört und diesen Ort nochmal aufwertet und das alte Brauchtum auf dem Ort. Es gibt ganz viele spannende Erlebnisse, die ich hier hatte während meiner Zeit. Ich bin ja seit 2014 hier. Das ist noch nicht so wahnsinnig lange, aber immerhin hat es für mehrere Brände gereicht, die ich als erste gesehen habe und dann auch gemeldet, der Einsatzleitung der Feuerwehr, die das alles koordinieren. Und die lassen mich dann auch manchmal wissen, wenn ich wegen irgendetwas anrufe, ob ich unter den ersten 10 bin, die das gemeldet haben. So etwas ist immer spannend, weil man hofft dann natürlich, dass es rechtzeitig eben mit der Rettung, mit der Löschung, mit ja, der Wiederherstellung des Friedens getan ist. Und den Ehrgeiz habe ich natürlich. Das haben alle meine Vorgänger gemacht hier oben. Ich nehme das sehr ernst. Das ist nach wie vor ein praktischer Beruf. Hat überhaupt nichts Folkloristisches, sondern einfach schön in der Tradition stehend. Ja, Brände, Feinde habe ich noch nicht entdeckt, würde sonst auch dazugehören. Sobald ich einen entdecke, würde ich Bescheid sagen. Münster fand ich immer interessant aufgrund der Geschichte, weil hier so viel Highlights und Lowlights passiert sind und es eine Großstadt ist, die trotzdem klein geblieben ist. Und übersichtlich und trotzdem geht man kaum einen Meter und schon könnte man wieder Dinge erzählen, die hier passiert sind. Und dann gibt es hier so skurrile Sachen wie die Skulpturprojekte alle 10 Jahre. Welche Stadt macht sowas denn? Und ich finde es einfach total schön hier, so von den Gebäuden her und von der Natur drumherum. Ich habe mir es immer schön vorgestellt, in Münster zu wohnen und zu arbeiten. Und dass das wirklich funktioniert hat und ich jetzt wirklich hier bin, das ist klasse. Also die Turmstubenbücher, das führe ich jetzt im Internet weiter auf meinem Blog. Und schon mein Vorgänger und auch dessen Vorgänger, die haben alle super viel gelesen. Und zwar rund um Münster, um den Turm, um andere Türme. Alles, was irgendwie mit diesem Themenfeld zu tun hat, wurde da so durch
die Hände gereicht. Und leider gibt es von meinen Vorgängern nur noch meinen direkten Vorgänger. Und der Wolfram Schulze, der hat mir einige seiner Bücher hinterlassen. Der hat gesagt, behalte die einfach in der Turmstube, guck sie dir an, wenn du Zeit hast. Und da ich auch super gerne lese, immer schon, und Geschichte also mein Spezialinteresse ist, und Münster sowieso, kam mir das sehr, sehr recht. Und dann habe ich langsam aufgestockt und verleihe mittlerweile auch meine eigenen Bücher. Und manchmal suche ich mir auch gezielt welche aus, die nicht mit Münster zu tun haben, aber auch Traditionen beschreiben. Also alles, was irgendwie in dieses Themenfeld passt, das finde ich toll, recherchiere ich und schreibe darüber. Alles. Ich liebe wirklich alles. Ich komme hier rauf, ich bin erstmal verschwitzt von den vielen Stufen, dann erfüllt mich eine riesengroße Freude, weil ich hier oben das Privileg habe zu sein und sonst niemand. Ich habe so einen schönen Ausblick. Ich habe gleichzeitig eine Verantwortung dafür, dass ich auch rechtzeitig Meldung gebe, wenn etwas ist. Und eben die Menschen, die sozusagen meine Fans sind, auch wissen zu lassen, es ist alles friedlich und man kann mich in Echtzeit über meinen Blog auch erreichen und anschreiben. Und dann reagiere ich, dann finde ich es auch toll, dass Menschen mir auch Postale schreiben. Ich habe ein Postfach im Stadthaus 1 bei der Münsterinfo. Da leere ich dann mein Postfach und abends auf dem Turm beantworte ich dann diese vielen schönen, netten Zuschriften. Das ist so positiv besetzt, das Türmeramt. Jeder freut sich darüber, dass es so etwas noch gibt in Münster. Und mir macht es einfach Spaß, genau meinem Spezialinteresse hier oben nachzugehen. Das Brauchtum pflegen, wertschätzen, dieser besondere Ort. Und dann das viele Lesen, das viele Schreiben. Das ist genau mein Ding. Wenn ich nicht auf dem Turm bin, dann findet man mich auch auf den Bühnen dieser Welt. Denn ich habe verschiedene Musikprojekte. Ich spiele alleine oder im Duo, im Trio, im Quartett und im Quintett. Ich mache ganz viel Musik, verschiedene Stilrichtungen. Man kann mich auch buchen für Hochzeiten, Scheidungen, Geburtstage. Keine Berührungsängste. Firmenfeste. Das macht mir ebenfalls Spaß. Geschichte und Musik. Das ist mein Leben.